Manchmal denke ich, ich weiß nicht, ob Sie den Gedanken schon mal hatten, angenommen, wir hätten keine Musik. Man kann sich das ja kaum vorstellen, aber das wäre ein schwieriges Leben, auch ein Stück Verarmung. Es ist ein großes Geschenk, singen zu können und auch zuhören zu können. Es gibt vielleicht Leute, die hören manchmal lieber zu oder singen lieber alleine zu Hause, aber Gott hat uns damit ein großes Geschenk gemacht. Ich hoffe, Sie haben diesen Predigttext, den Hans-Werner Treppmann vor Ihnen gelesen hat, noch im Ohr. Oder manche von Ihnen kennen den vielleicht. Und wer eine Bibel damit hat, Lukas Evangelium Kapitel 24, da steht es. Und ich starte mal mit einem Vers, der mir in diesem Text sehr wichtig ist und in Lutherbibeln fett gedruckt ist. Das hat ja auch immer zwei Seiten mit dem Fettgedruckten, aber das ist nun mal so in der alten Lutherbibel. Und zwar der Vers 32. Da steht, die beiden Männer sagen das, nachdem Jesus ihren Augen entschwunden ist, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Haben Sie das schon mal erlebt? Also, dass Sie irgendeine Situation haben und gemerkt haben, das Herz brennt in Ihnen. Also man spricht ja davon, wenn jemand sehr ergriffen ist, vielleicht auch emotional sehr bewegt ist. Wir sprechen da manchmal von einem Gänsehautgefühl oder Gänsehautfeeling. Und ich habe keine Ahnung, ob Ihnen da etwas einfällt in Ihrem Leben. Ich habe darüber nachgedacht, als ich mich auf die Predigt vorbereitete, und dann fiel mir spontan ein öffentliches Ereignis ein. Ich hatte früher während dieser Jahre im Bund Freier Evangelischer Gemeinden mindestens einmal im Jahr, aber oft mehrmals jährlich, Kontakte mit Schwestern und Brüdern in der damaligen DDR. Und das war immer aufregend. Meist lief das über ein Berlin-Tagesticket, manchmal aber auch über eine andere Einreise, und man war immer etwas gespannt, und vor allen Dingen erlebte man, wie die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren in der DDR, beeinträchtigt waren in ihrer Arbeit. Und dann dieses unglaubliche Gefühl, als sich die Mauer öffnete, jeder von uns, habe ich vermutlich richtig so in Erinnerung, hat jetzt diese Bilder aus dem Fernsehen vor Augen dabei. Ich habe mich auch gefragt, hast du schon mal dieses Brennen erlebt in deinem geistlichen Leben? Also ein ganz besonderes Brennen, wo du spürst, Jesus handelt jetzt und ist wirklich da. Und auch wieder das, was mir spontan kam, liegt lange zurück. Ich war so 13, 14 Jahre alt. Da kamen amerikanische Christen in unsere Stadt in Wuppertal, da bin ich aufgewachsen, Wuppertal-Ronsdorf, und sie predigten ganz einfach das Evangelium, und unglaublich viele junge Leute kamen zum Glauben an Jesus. Das war nicht gemacht, sondern das geschenkte Gott einfach. Machen kann man das ja ohnehin nicht. Also wer jetzt hier sitzt und sagt, also ich nehme mir mal vor, in diesem Gottesdienst ergriffen zu sein, rate ich von ab, das geht meist daneben. Und noch weniger kann ich das machen hier vorne. Also wenn ich das jetzt versuchte, dann wäre es eine Manipulation und es käme geistlich mit Sicherheit gar nichts heraus. Brannte nicht unser Herz in uns? Ich habe hier genau eine Handvoll, also 5 Leitlinien oder Thesen entdeckt in diesem Text, und die werde ich Ihnen jetzt einfach nennen. Ich hoffe, Sie sind konzentrationsstark. Sie bekommen aber, das kann ich jetzt schon sagen, nachher diese 5 Leitlinien schriftlich mit. Und ich lade Sie ein, jetzt sich darauf zu konzentrieren. Das sind Texte oder Leitlinien, die mir gekommen sind beim Lesen und beim Beten dieses Wortes aus Lukas Evangelium Kapitel 24. Das erste. Gott kommt zu uns und spricht mit uns oft, bevor wir ihn überhaupt wahrnehmen. Klar, die beiden Jünger waren unterwegs.
Sie gingen in ein Dorf, steht da. Manche Übersetzungen schreiben, sie gingen aufs Land. Sie müssen wissen, das griechische Wort im Neuen Testament für Dorf heißt Komä. Und das Wort komisch kommt vermutlich daher. Also wer sagt, die in der Provinz sind immer schon so ein bisschen komisch und eigenartig, der trifft damit vielleicht nicht die Wahrheit, aber da steckt so ein Stück dahinter. Wir haben keine Ahnung, warum die beiden dahin gehen. Aber sie gehen nicht schweigend, sondern unterhalten sich und dann kommt diese dritte Person dazu. Und wir wissen aus dem Bericht des Lukas, das ist Jesus, aber sie haben gar keine Ahnung, dass es Jesus ist. Daher mein Gedanke, wir sind manchmal mit Jesus unterwegs, wir erleben Gott, ohne dass wir ihn überhaupt wahrnehmen. Es gibt einen Film, den ich Ihnen sehr empfehle, von Heinz Rühmann gespielt, Ein Zug nach Manhattan. Da ist Heinz Rühmann ein jüdischer Kantor einer Synagogengemeinde in New York. Und er kann plötzlich nicht mehr glauben. Er hat große Zweifel, ob es Gott überhaupt gibt. Und so ehrlich wie der Mann ist, sagt, dann kann ich ja am Sabbat meinen Dienst gar nicht tun als Kantor, wenn ich das nicht glaube, was ich weitergebe. Und dann besucht ihn ein Freund und sagt, es gibt hier in New York, in einem Stadtteil, einen ganz berühmten Rabbi und der wird dir helfen können. Der Glaube war diesem Kantor abhanden gekommen angesichts der Welt mit all den Morden und Kriegen und all der Not. Etwas, was wir in diesen Tagen ja ständig erleben, wenn wir die Medien öffnen und die Nachrichten hören und manche von uns buchstäblich sicher auch am eigenen Leib erlebt haben. Der Kantor macht sich auf am nächsten Tag mit der U-Bahn. Steigt auch am richtigen Ort um, aber in den falschen Zug. Deshalb erreicht er den berühmten Rabbi nicht, aber der Wagen wird immer leerer, weil dieser Zug auch unterwegs ist in einen Außenort und dann sitzt ihm gegenüber so ein Mann und der ist sehr niedergeschlagen und der Kantor kommt ins Gespräch mit ihm und es stellt sich heraus, er will eigentlich seinem Leben ein Ende machen, dieser Mitreisende. Dann spricht der Kantor mit ihm und weckt so viel Hoffnung in ihm, dass der sein Vorhaben aufgibt. Aber er kommt dann wieder nach Hause, also der Kantor, und der Freund fragt ihn, hast du den berühmten Rabbi getroffen? Und er sagt, nein, irgendwie muss ich in den falschen Zug geraten sein. Und dann wird ihm noch einmal genau gesagt für den nächsten Tag, wie er reisen muss, und er erreicht wieder nicht diesen berühmten Rabbi, aber er erreicht einen Mann, der zu dieser Frau gehört und kann den beiden helfen. Ich kann die Geschichte nicht im Einzelnen erzählen. Meine Frage ist, kennen Sie das, dass Sie eine Situation erlebt haben, von der Sie den Eindruck haben, das geht total daneben? Und irgendwann wird Ihnen plötzlich bewusst, das ist kein Zufall, sondern da handelt Gott, aber Sie haben das gar nicht wahrgenommen. Ich könnte Ihnen da viel erzählen, Situationen im Straßenverkehr, wo ich hinterher denke, Mensch, wenn das so geworden wäre, wie es aussah am Anfang, das wäre ja ganz schlimm geworden. Bis hin, dass ich manchmal, ich erzähle Ihnen das, manchmal niedergeschlagen unterwegs bin und der Himmel ist total dunkel und bewölkt und plötzlich kommt so ein Sonnenstrahl durch die Wolken und für mich ist das in dem Augenblick ein Reden Gottes. Wenn Sie jetzt sagen, weil es doch naiv, also dass der Himmel sich öffnet, die Sonne scheint, ja, aber Gott ist doch der Schöpfer. Ich bin überzeugt, er kann alles benutzen. Wenn Sie das einem anderen erzählen, klingt das naiv, aber Sie wissen, das ist Gottes Handeln in meinem Leben, aber Sie wissen es oft erst im Nachhinein. Gott ist viel mehr im Gespräch mit uns und im Handeln an uns, als wir es überhaupt wahrnehmen. Ich erinnere mich, als Siegfried Fietz, weiß nicht, wer den Namen noch kennt, die ersten rhythmischen Lieder im pietistisch-evangelikalen Raum herausgab. Das war weltbewegend damals,
Der Level hieß, glaube ich, Songs der frohen Botschaft. Und eins der ersten Lieder, ich kann Ihnen nur eine Zeile zitieren, die habe ich aber nie vergessen. Und da heißt es, er spricht zu uns durch kleine Fingerzeige, durch Botschaften im Alltagsalphabet. So ist Gott. Und so erleben das die beiden, die hier unterwegs sind. Und ich erzähle Ihnen das, damit Sie mit wachen Sinnen in die neue Woche gehen. Man muss nicht in einem Gottesdienst sitzen, um Gott zu erleben, sondern keine Ahnung, was Sie in dieser neuen Woche machen. Aber Sie sind umgeben von der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, wir sind so oft so stumpf, dass wir das nicht begreifen. Das Zweite. Dabei fokussiert sich sein Reden, also Gottes Reden, irgendwann auf das Wort Gottes, auf die Bibel, also auf dieses Buch, das ich hier vorne habe. Gott spricht durch ganz unterschiedliche Fingerzeige. Und trotzdem, und das ist mein zweiter Punkt, muss es dann irgendwann zu diesem Buch, das heißt zum geschriebenen Wort Gottes, das er uns anvertraut hat, gehen. Also wer Gott nur auf der Straße und durch irgendwelche Fügungen erlebt, dem fällt etwas ganz Wesentliches. Wie komme ich da drauf? Klar. Die beiden erzählen und Jesus hört zu. Und als sie das alles erzählt haben, was passiert dann? Dann öffnet er ihnen die Schrift. Nun war das ja nicht so einfach, wie Heinz-Werner Trappmann hat vorhin diesen Text hier gelesen. Also wenn Sie einem anderen etwas erzählen wollen, dass Jesus wirklich der Herr ist und auferstanden ist, dann haben wir das Lukas-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Matthäus-Evangelium. Die Bibel ist ja voll davon. Was hatten die denn damals, die Schrift? Es gab zur Zeit Jesu, das ist ein interessanter Gedanke, was gab es eigentlich an Bibel zur Zeit, als Jesus auf dieser Erde unterwegs war? Es gab die hebräische Bibel, die war ganz kostbar. Die Rollen, Sie wissen, dass manchmal aus biblischen Erzählungen wurden dann ganz sorgfältig ausgewickelt, hätte ich fast gesagt. Wer jemals in Jerusalem war, an der Klagemauer, der hat das manchmal erlebt, wie kostbar diese Rollen sind. Wir wissen heute, manchmal sagten früher, als ich noch klein war, Leute, wer weiß, wann das geschrieben worden ist. Wir haben aus den Qumran-Funden eine Jesaja-Rolle, die ist nachweislich aus dem vorchristlichen Jahrhundert, vermutlich im 2. Jahrhundert vor Christus, geschrieben worden. In Israel gibt es diese Rolle ausgestellt im Schrein des Buches. Sie ist, wenn sie ganz ausgerollt ist, über 7 Meter lang. Und natürlich hatte man diese Schriften zur Verfügung. Und wenn Sie Jesaja kennen, wenn Sie bibelkundig sind, dann wissen Sie, da gibt es eine ganze Reihe Hinweise auf Jesus. Die gab es dann manchmal schon. Also diese hebräischen Schriftrollen, sie wurden oft aramäisch ausgelegt. Man sprach zur Zeit von Jesus aramäisch, nicht hebräisch. Das ist etwa so verwandt wie das Niederländische mit dem Deutschen, also nah verwandt. Und es gab damals schon eine griechische Bibel, die sogenannte Septuaginta. Das ist auch ganz spannend, ich darf mich jetzt nicht verlieren in diesem Thema. Aber das Griechische war die Verkehrssprache, die öffentliche Sprache. Wenn man die Leute erreichen wollte, auch über Judäa hinaus, dann sprach man Griechisch. Das ganze Neue Testament liegt uns in Griechisch vor. Und diese alttestamentliche Übersetzung, die gab es damals schon. Und Jesus, die beiden Männer waren mit Sicherheit bibelkundig. Jesus auf diesem Weg öffnet ihnen die Schrift, damit sie wissen, was da steht. Meine Frage: Sind Sie zu Hause in der Bibel? Man neigt ja, je älter man wird, manchmal so die Welt eher kritisch zu sehen. Also wir beide ermahnen uns da oft, meine Frau und ich. Man hat ja so viel erlebt und es ist alles nicht mehr so wie früher. Das ist so ein Spruch von alten Leuten. Aber manchmal habe ich den Verdacht, also im Blick auf die Bibel, wenn ich so Menschen heute sehe, auch in Gemeinden, wir hören unheimlich viel, was andere über die Bibel sagen.
Aber das ersetzt nie die persönliche Arbeit an der Bibel. Wir hatten vor vielen Jahren mal eine Amerikanerin bei uns in der Familie, die kam aus Kalifornien, besuchte dann mit uns die Gemeinde und sagte, das ist alles wunderbar, aber was bei euch anders ist als bei uns, wenn wir zum Gottesdienst in unserer Gemeinde zusammenkommen, dann hat jeder die Bibel dabei. Und dann machen wir uns Notizen und. Das passiert heute nicht. Das ist ja so. Lassen Sie mich das mal sagen, das ist real und nicht ein Verdacht alter Menschen. Es gab nie so viel Bibelausgaben wie heute. Vor Jahren, das war ja umwerfend, als Hans Bruns die erste neuere Übersetzung brachte, so im modernen Deutsch, modern in Anführungsstrichen heute. Was haben wir heute alles für Bibelausgaben? Nicht nur verschiedene Übersetzungen, es gibt Bibeln für Frauen, es gibt Bibeln für Hauskreise. Also jede Gruppe hat so ihre Bibel. Aber die Frage ist, sind wir eigentlich zu Hause in der Bibel? Das heißt ganz konkret, wenn Sie heute Nachmittag zu Hause sind, wie wäre es, Sie würden Lukas 24 nochmal lesen? Egal ob elektronisch, wie der Günther zurzeit hier, oder noch eine Schriftausgabe, die Sie haben, egal wie, aber Sie müssen zu Hause sein in der Bibel. Das ist ganz wichtig, damit wir standhalten, auch in Zeiten, die vor uns liegen. Das Dritte. Irgendwann werden wir dabei vor die Entscheidung gestellt, ihn, also Jesus, zu uns einzuladen oder weiterziehen zu lassen. Haben Sie das im Kopf? Also Jesus, stellen Sie sich das nochmal vor, auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Ein kleiner Ort, bei dem nicht ganz sicher ist, wo er war. Es gibt verschiedene Angebote heute, aber etwa 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie gehen und kommen an den Ort, wohin diese beiden Männer wollen. Und Jesus interessanterweise tut so, als wolle er weitergehen. Dann kommt das, was ja manche Leute auswendig kennen. Herr, bleibe bei uns, sagen die beiden Männer, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Manchen von uns fällt da sofort eine Melodie dazu ein. Ein Kanon. Johann Sebastian Bach hat eine ganze Kantate nur über dieses Wort geschrieben. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Was heißt das für dich und für mich heute? Ich bin ganz sicher, wenn jemand, das war unser erster Punkt, Gott erlebt in seinem Leben, die kleinen Fingerzeige, wenn jemand immer mehr sich beschäftigt mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, wie die beiden Männer auf dem Weg, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich mich entscheiden muss, lade ich Jesus ein zu mir, öffne ich meine Wohnung, meinen Wohnbereich, mein persönliches Leben für ihn oder lasse ich ihn weiterziehen? Das ist übrigens so die klassische Aussage in der Bibel, wenn es um die Frage geht, wie wird man eigentlich Christ? Indem man Jesus zu sich einlädt. Da könnte ich Ihnen jetzt zig Bibelstellen nennen. Johannes Evangelium Kapitel 1. Wie viele ihn aufnahmen, blenden Sie mal die beiden Männer ein, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Darf ich das mal so persönlich formulieren? Das kann ich mir als leisten, als Fremder in dieser Gemeinde. Egal, wo ich hingucke, ich kenne nur ganz wenige Leute hier. Hast du jemals Jesus persönlich eingeladen in dein Leben? Und dein Leben konkret für ihn geöffnet? So wird man Christ. Und das durchzieht das Neue Testament bis zur Offenbarung, wo einer Gemeinde gesagt wird, in der sehr viel unentschlossene Christen und mittelmäßige Christen lebten. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme nicht nur hört, sondern die Tür öffnet, dann werde ich zu ihm hineingehen und was machen? Das Mahl mit ihm feiern. Da haben Sie buchstäblich eigentlich Lukas 24, das, was in dieser Geschichte passiert. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das begreift.
und Jesus persönlich einlädt. Ich habe vor einiger Zeit gehört von einem Menschen, der mir sagte, aber das ist doch naiv, so mit einem persönlichen Gott zu leben. Es gibt in Deutschland, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwas über 50% der Menschen, die noch an Gott glauben. Das erscheint relativ viel. Sie empfinden das vielleicht anders in einem ursprünglich christlichen Land, aber da muss man ja auch seine Fragezeichen machen, aber etwas über 50%. Wenn Sie aber jetzt näher nachfragen, was das eigentlich ist, dieser Glaube an Gott, dann gibt es erstaunlich viele Leute, auch mit Sicherheit in Hagen, die sagen, naja, also kein persönlicher Gott, mit dem man so reden kann und der mich persönlich kennt, sondern so eine Art Energie, hört man ganz oft. Oder so ein gewisses Fluidum oder wie immer. Man weiß gar nicht, wie man es definieren soll. Aber an einen persönlichen Gott zu glauben, halte ich für naiv, sagte mir jemand. Da ist aber ein Denkfehler drin. Ein massiver Denkfehler. Sehen Sie mal, Sie sitzen hier als ein Mensch, der eine Persönlichkeit ist, eine Person ist. Sie können traurig sein, Sie können sich freuen. Ich weiß nicht, wie Sie zurzeit drauf sind. Sie können lieben, etwas unglaublich Großes und Schönes. Aber wer hat Sie denn geschaffen, wenn Sie an Gott glauben? Dann sind Sie eine Schöpfung Gottes. Glauben Sie ernsthaft, dass der, der uns geschaffen hat, mit all den Ausstattungen, die wir haben, weniger wäre als Sie? Also wenn ich überhaupt an den Schöpfer Gott glaube, dann muss ich ihm doch zutrauen, dass mindestens das, was ich an Fähigkeiten habe, auch ihm möglich ist. Und ich glaube, ja, das bringe ich jetzt mal ein, seit gut 7 Jahrzehnten. Ich bin als Kind zum Glauben gekommen an Jesus. Und ich bitte Sie, Kinderbekehrungen sehr ernst zu nehmen. Das war damals meine wirkliche Überzeugung. Und lebe seit über 70 Jahren mit Jesus. An einen persönlichen Gott, leben mit einem persönlichen Gott. Ich würde hier nicht predigen, nehmen Sie mir das ab, wenn ich nicht wüsste, dieser Gott ist wirklich da, ist mein Vater im Himmel. Und Jesus ist mein Herr und ich gehöre mit ihm. Das erfüllt mein Leben derart, dass ich Ihnen heute Morgen davon weitererzählen muss. Und deshalb denke ich, wir sollten das ganz praktisch nehmen. Wenn Sie gleich zu Hause sind oder auch hier im Saal, dann können Sie sagen, Jesus, ich verstehe das zwar alles nicht, aber ich glaube, dass du mich persönlich lieb hast, dass du in mein Leben kommen willst und zu Hause sein willst bei mir. Das kann man auch wiederholen. In der Offenbarung wird das Christen gesagt, einer Gemeinde gesagt, ich stehe vor der Tür. Ich glaube, dass auch das möglich ist, dass wir so routiniert sind im Glauben, dass wir gar nicht mehr begreifen, dass Jesus persönlich mit uns leben will. Das ist das Dritte und das Vierte. Wenn Sie das tun, also Jesus Ihr Leben öffnen und ihn zu sich einladen, dann kommt es zu einer Begegnung, habe ich mir hier aufgeschrieben. Dann kommt es zu einer Begegnung, die man nur als Wunder bezeichnen kann. Es gibt einen Mann, ich habe sein Buch zu Hause, Wilhelm Stähling, es gab ihn, er war Bischof und ein guter Theologe, der hat ein ganzes Buch geschrieben, relativ umfangreich, über das Mysterion, also das Geheimnis. Wenn Sie eine Wortkonkordanz zu Hause haben, dann schlagen Sie mal nach Geheimnis. Das begegnet Ihnen im Neuen Testament vor allen Dingen immer wieder. Und ich glaube, dass das, was jetzt in dieser Geschichte hier passiert, ein Geheimnis ist, was wir rational nicht aufbröseln können, so nenne ich das mal. Also ich meine die Verse 30 und 31. Und es geschah. So leitet die Bibel immer etwas ein, wenn ganz etwas Wichtiges passiert. Und es geschah. Da steckt im Griechischen das Wort Genesis drin. Und es geschah. Was geschah?
Als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Und da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Das ist ein Geheimnis. Ich fand bei Bibelauslegern, das ist ganz interessant, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also die Frage ist ja überhaupt, da könnten wir jetzt lange drüber reden, weshalb haben sie ihn auf dem Weg nicht erkannt? Es waren doch Männer, die mit Jesus unterwegs waren. Und weshalb erkennen sie ihn jetzt plötzlich? Und dann gibt es Ausleger, die sagen, ja, die Art, wie er sprach. Also fast die Stimmlage, die Worte. Plötzlich wussten sie, das ist ja Jesus, den wir kennen. Und über 3 Jahre erlebt haben, so lange war Jesus etwa in der Öffentlichkeit damals unterwegs. Oder ein Ausleger schreibt, vielleicht seine Hände, wie er das so gemacht hat, also der Griff, wie er das Brot nahm. Können Sie alles vergessen? Ich glaube, dass es ein Wunder ist, dass wir staunend lesen sollen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt an Jesus und von Neuem geboren wird, wie die Bibel sagt, ist das ein Wunder. Das können Sie rational nicht entzerren. Das ganze Abendmahl, das klingt ja hier auch an, Brot brechen. Das ist mein Leib, das ist mein neues Testament, mein Blut für dich gegeben. Das ganze Abendmahl ist ein Wunder, ein Geheimnis. Es war im 16. Jahrhundert, erinnern Sie sich noch so an den Geschichtsunterricht, im 16. Jahrhundert, ich glaube 1529, da gab es in Marburg ein Religionsgespräch. Martin Luther und der Huldreich Zwingli aus der Schweiz. Also heute würden wir sagen, die lutherische Seite und die reformierte Seite, die sprachen miteinander über das Abendmahl und die haben gearbeitet, unheimlich lange. Um 6 Uhr habe ich gelesen, fingen sie schon an, um darüber zu diskutieren. Marburger Schloss, Sie können das heute noch bewundern, wenn Sie in Marburg sind. Also der Luther sagte, also die Realpräsenz, wenn das Brot gebrochen wird, ist Jesus wirklich leibhaftig da. Und die andere Seite, es war nicht nur Zwingli, da waren auch immer noch Leute dabei, der sagte, also wie soll das gehen? Jesus sitzt zur Majestät Gottes zu Rechten und jetzt soll er plötzlich im Gottesdienst real sein. Es ist ein Symbol, das Brot. Und der Wein, also ein Zeichen. Wer hat recht? Sie können stundenlang darüber diskutieren, ist aber Quatsch. Ich sage das mal so drastisch, weil es ein Wunder ist. Wir können es letztlich nicht entschleiern. Wenn Sie sagen, ich sitze hier als Christ oder als Christin, dann sind Sie ein Mensch, der in Christus ist. Überlegen Sie mal. Die neuen, modernen Übersetzungen, die übersetzen das mit Gemeinschaft mit Christus und so, ist aber alles zu flach. Da steht im Griechischen, wenn ein Mensch zu Jesus gehört, dann ist er in Christus, das können wir im Deutschen gar nicht wiedergeben, dann ist er unmittelbar mit mir verbunden oder richtiger, ich bin mit ihm verbunden, mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden, ich lebe mit ihm. Und du, wenn du Christ bist, willst du das einem Menschen erklären? Ganz schwierig. Es ist ein Wunder. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen, auch als langjährige Christen, viel mehr in Staunen kommen. Das geht mir auch bei diesem Buch so. Es gibt Stellen, die bleiben dunkel für mich. Also, die verstehe ich nicht. Und ich kann damit leben. Weil ich längst nicht alles verstehe. Manchmal ist mir aufgegangen, manches im Nachhinein. Also, hier geht's um ein Wunder. Wenn Sie zu Jesus gehören und von Neuem geboren werden, dann ist das ein Wunder. Ich muss weiter zum fünften. Eine Handvoll habe ich gesagt. Meine fünfte These und letzte. Wer das erlebt hat, also wer erlebt hat, dass Gott mit ihm unterwegs ist, ohne dass er ihn wahrgenommen hat, dass er die Heilige Schrift hat und die Bibel geöffnet wird von Jesus, dass er Jesus eingeladen hat in sein Leben, das war das dritte, und dass er
von Neuem geboren ist und Jesus erkennt und Gemeinschaft mit Jesus hat, Stichwort Wunder. Dann das Fünfte, wer das erlebt hat, kann es nicht für sich behalten, sondern macht sich auf den Weg zu den Menschen. Ist klar die Geschichte? Es war ja Abend. Es will Abend werden. Sie öffneten Jesus den Raum. Sie essen miteinander. Jesus nimmt wie ein Hausvater, wie ein jüdischer Hausvater das Brot, dankt dem Vater im Himmel dafür, bricht es auseinander und gibt es denen, die mit ihm essen. Sie erkennen Jesus. Was machen sie jetzt? Das steht wirklich im griechischen Text. Sie schlafen nicht mal eine Nacht drüber, sondern machen sich unmittelbar auf den Weg, um es den anderen zu sagen. Ich glaube, dass jemand, der Jesus erlebt hat, es nicht auf Dauer für sich behalten kann, sondern mit Leuten darüber reden muss. Es ist toll, dass wir in unseren Gemeindehäusern zusammenkommen. Und es ist angesichts dieser Welt ein unglaubliches Geschenk, dass das ungestört passieren kann. Hier ist kein Lärm, hier ist keine tobende Menge draußen auf der Straße. Wir werden überhaupt nicht gestört, wenigstens offensichtlich nicht. Das ist ein großes Geschenk. Aber wer Jesus wirklich erlebt hat, der bleibt nicht in schönen Kirchen und Gemeindehäusern, der bleibt nicht in Hauskreisen hängen, so toll sie sind, sondern der macht sich auf den Weg zu den Menschen. Denn die Welt, auch Hagen, auch Deutschland, auch die Ukraine und alle Länder dieser Welt brauchen nichts dringlicher als Jesus und das Leben durch ihn. Glauben Sie das? Und wenn wir das glauben, warum leben wir das nicht? Ich habe mich gefragt, das frage ich mich oft, bevor ich in eine Gemeinde reise, weshalb predigst du eigentlich jetzt? Weshalb bist du in Hagen? Habe ich mich gefragt. Mein größter Wunsch ist, dass sie jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, naja, war ganz interessant oder weniger interessant. Ich wünsche Ihnen auch nicht nur ein momentanes Ergriffensein von Jesus, sondern ein Feuer, das brennt und in dieser neuen Woche zum Brennen kommt. Und wenn Sie dieses Feuer nicht spüren, man darf mit leeren Händen vor Gott treten und sagen, Herr, das brauche ich und das wünsche ich mir für mich. Amen.